look. Gerade an. Die USM Valor, die haben sicher unser SOS gehört. So schnell? Was macht ein Militärschiff hier draußen? Patrouille vielleicht. Egal, ich würde mich jetzt sogar von Piraten retten lassen. Geh zum Kommunikationsraum. Sobald das Array repariert ist, bekommen wir schon unsere Antwort. Wenn sich das vom Kommunikationsarray ausbreitet. Nein, das ist es nicht. Also, die Tür zum Kommunikationsraum ist offen. Du kannst zur Kontrollstation gehen. Und Isaac, pass auf, was du sagst. Ich glaube, jemand hört zu.
Freigabe bestätigt. Freigabe bestätigt. Kommunikationsarray offline. Ein Reparaturtechniker wurde informiert. Nicht gesendete Nachricht aus dem Array-Speicher abgerufen. Fortschrittsbericht, Captain Benjamin. Fires at Dragon Jordan Luna. Freigabe bestätigt. Befindet sich in Warteposition. Was macht die Kommunikation? Hinüber. Niemand hat wohl die Parabolantennen kurz geschlossen. Also sind wir am Arsch. Nein, das war schlampig gemacht. Ein paar funktionieren noch. Wenn ich einen neuen lückenlosen Schaltkreis baue, können wir ein Signal senden. Kurze Reichweite zwar, aber es müsste gehen. Okay, los. Ich behalte hier alles im Blick. Versuch, einen Kanal zu Werner zu öffnen.
Möglichkeit deaktiviert. USM-Bala, dies ist eine Antwort auf das SOS-Signal der USG Shimura. Wir senden auf allen Frequenzen. Wir haben Ihre Rettungskapsel Nummer 47 aufgenommen und sind auf dem Weg zu Ihrer Position. Diese Nachricht wird alle 30 Sekunden wiederholt, bis Sie antworten. Rettungskapsel? Ah, Scheiße! Hammond hatte sie abgeworfen! Da war Chen! Diese Kreatur war da drin! Nein, 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 nein! USM Bala, kommen! Kommen, Bella! Ah, oh, das Signal ist nicht stark genug. Können wir die Langstreckenantenne benutzen? Nein, irgendwas blockiert die Drucktüren über dem Kommunikationsarray. Scheiße. Man kann sie im Wartungsraum manuell öffnen. Ich gehe. Versuch sie weiter zu erreichen. Thank you.
Türen blockiert. Bitte wenden Sie sich an einen Reparaturtechniker. Ich kann die Wärme nicht erreichen. Was ist mit der Antenne? Der Leviathan blockiert es. Er muss sich am Kommunikationsarray festgekrallt haben, nachdem wir ihn ins All geschossen haben. Er lässt sich nicht so leicht entfernen. Isaac, wir haben keine Zeit. Doch, mit den AAS-Kanonen. Manuelle Zielerfassung wie vorher. Ich kann ihn direkt von der Hülle wegschießen. Ich schaffe das. Konzentrier du dich auf die Wärme. Okay. Eintritt im Vakuum. Schwerelosigkeit aktiviert. Oh, no.
er tot? Tot und weg. Ich versuche es nochmal mit der manuellen Entriegelung der Antenne. Tu es. Die Übertragung ist einsatzbereit. Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums. Ja, endlich! USM Valor, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Öffnet nicht die Rettungskapsel. Ich wiederhole, öffnet nicht die Rettungskapsel. Verstanden? Darius, was ist passiert? Irgendwas hat uns durchgeschüttelt. Was war das? Ein Asteroid? Die Dinger sind jetzt auf der Welle. Einem Rettungsschiff. Sie fanden deine Kapsel. Und das, was mal Chen war. Verfluchte Scheiße! Die Welle ist hinüber. Bis ein anderes Schiff das SOS-Signal empfängt, sind wir längst tot. Nein, das wollte ich euch sagen. Ich habe ein Shuttle auf dem Besatzungsdeck gefunden. Voll intakt. Im Logbuch steht, dass der Singularitätskern des Shuttles fehlt. Das hilft nicht. Stopp! Vielleicht doch. Wenn der Singularitätskern der Welle noch in Ordnung ist, könnte ich ihn bergen und in das Shuttle einbauen. Und dann sind wir raus hier. Wo ist die Welle jetzt? Bei der Kommunikation. Position halten. Isaac, ich schnapp mir einen Anzug und gehe auf die Valor. Wir treffen uns dort und finden den Kern. Die CEC darf gerne warten. Ich rette, was ich kann. Eintritt in Vakuum. Isaac, ich bin an Bord. Die Welle ist kaputt, aber ich kann die Brücke erreichen. Was war denn das? Schwerelosigkeit deaktiviert. Ende des Vakuums.